Kurz nach 4.30 Uhr früh war es soweit. Die erste Lieferung mit dem Coronavirus-Impfstoff ist in Simmering eingetroffen, im Vertriebszentrum eines Pharma-Großhändlers. Die knapp 10.000 Dosen werden jetzt auf die Bundesländer aufgeteilt. Morgen startet dann die Impfung bei uns in Wien. Karl Reis über den großen Bahnhof heute in Simmering. Michael Ludwig nimmt als Wiener SPÖ-Stadtchef und Landeshauptmann die Lieferung offiziell in Empfang. Begleitet von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner. Niederösterreich wird ebenfalls vom Großhändler in Simmering beliefert. Als Wiener Signal für die gute Kooperation mit dem Bund, wie es heißt, ist im Empfangskomitee heute mit dabei Verteidigungsministerin Claudia Thanner, ebenfalls ÖVP. Auch weil das Bundesheer Teile der ersten Tranche hier als Muster zu sehen, von Wien aus an 5 weitere Bundesländer verteilt. Der Spezialtransport mit der symbolträchtigen ersten Lieferung des Impfstoffes von Pfizer und BioNTech aus Brüssel überquert um 2 Uhr früh die Grenze bei Suben, Oberösterreich und fährt zum Zwischenlager in Simmering. In diesen 3 Ultra-Kühlschränken lagern die knapp 10.000 Impfdosen bei Temperaturen um die minus 70 Grad. Verpackt waren sie während des Transports in diesen Boxen, gekühlt mit Trockeneis. Mit der nächsten Lieferung ist ab Montag zu rechnen. Für den Impfstart morgen muss das Serum langsam aufgetaut werden, auf 2 bis 8 Grad plus Transporttemperatur. Wird sich der Bürgermeister, so wie hier beim Zeckentestlauf im Sommer, auch gegen Covid-19 impfen lassen und wann? Ja, als Politiker kann man es ja nie allen recht machen, weil zum einen sagen die Menschen, wenn man sich gleich am Beginn impfen lässt, das sind Privilegien. Wenn man sich nicht gleich am Beginn impfen lässt, da sagen manche wieder, die warten ab, bis man die Auswirkungen sieht. Also ich würde mich impfen lassen dann, wenn es mir zusteht. Und es würde meiner Meinung nach auch durchaus Sinn machen, wenn sich alle maßgeblichen Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel die Mitglieder der Bundesregierung, die Landeshauptleute, gleichzeitig impfen lassen. Für die erste Impfetappe hat Wien wie bestellt 2000 Dosen. Beginn ist morgen auf der Covid-19-Station der Klinik Favoriten und im Senioren- und Pflegeheim Haus Leopoldau.